Hallo allerseits, ich bin Zero. Willkommen zurück zu unserem kleinen Projekt Edna bricht aus. Beim letzten Mal haben wir ja schon mit Harvey uns draußen ein bisschen umgeguckt und haben auch gesehen, dass Ednas Vater mit dem Nachbarssohn von Dr. Marcel draußen im Garten sitzt und Eis isst, während die arme Edna hier unten im Keller eingesperrt ist. Wir haben keine Ahnung wieso, aber wir haben auch anscheinend einen Weg gefunden, wie wir hier wieder rauskommen. Und zwar mit diesem einen Zeitungsartikel über den Kastanienräuber. Aber bevor wir uns mit Edna über diesen bestimmten Artikel unterhalten, möchte ich doch gern noch wissen, was sie zu den anderen Dingen sagt, die wir hier so gefunden haben. Also fangen wir doch erstmal an mit einem Stück Feuerholz. Was meinst du dazu, Edna? Wollen wir den Ofen anmachen? Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Also Feuerzeug? Ich weiß, der Ofen brennt doch. Kann man nicht einfach die Ofentür aufmachen und dort irgendwie eins von Holzstücken ankokeln und damit nachher den Rest anzünden? Bis das ganze Haus brennt? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit rauszukommen. Also ich kann mir nicht vorstellen... Obwohl, ich wollte jetzt gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Vater sich hier im Keller lassen würde, wenn das Haus brennt. Aber da schon einfach mit Alfred draußen sitzt und Eis isst, während sie hier unten eingesperrt ist. Ich will es lieber nicht riskieren. Von dem her gucken wir mal weiter. Zum Ofen hat sie ja von letztes Mal schon was gesagt. Was sagt Edna eigentlich zu Edna? Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Ja, recht hat er. Es geht sofort los. Direkt nachdem wir uns über die Hintertür unterhalten haben. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Schade. Na gut, was meinst du zu den Nachbarn, Edna? Habt ihr noch andere Nachbarn als die Marcells oder ist das wirklich nur dieser kleine Hosenscheiße? Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Schade, das hätte ich zu gern gesehen, wie Harvey zu den Nachbarn rübergeht und sagt, Hallo, können Sie uns bitte rauslassen? Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Ja, es ist wunderschönes Wetter draußen. Und wie Harvey letztes Mal schon gesagt hat, wenn man nicht mehr weiß, worüber man sonst reden soll, redet man übers Wetter. Also, was meinst du zu dem wunderschönen Wetter draußen, Edna? Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Ja, das wird gemein, ne? Dann sag mal, was meinst du denn zu deinem Vater? Immerhin hat er dich hier unten eingesperrt. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. So riesig sind mir die Eisbecher jetzt nicht vorgekommen. Jedenfalls der von Mattis nicht. Der von Alfred war schon extrem groß, ne? Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich... Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt... Da ist doch was oberfaul! Schade. Ich hätte eigentlich gehofft, dass sie zu Alfred noch irgendwas anderes sagt, weil es da ja anscheinend in der Vergangenheit so einige Vorfälle gab. Da hätte ich schon gern mehr dazu gewusst. Aber gut, in dem Moment unterhalten wir uns halt mal über diesen Artikel in der Zeitung. Vielleicht kann der Kastanienräuber Edna ja wirklich was beibringen. Rat mal was, der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen.
Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Hat sie gerade ihren Fußnagel geknuspert? Also allein schon der Gedanke daran, dass das funktioniert, ist beeindruckend. Weil, klar, man sieht es jetzt nicht, aber ich möchte es auch jetzt gerade nicht versuchen. Aber ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meinem Fuß nicht bis zu meinem Mund hochkomme und dort einen Nagel abbeißen kann. Aber anscheinend schafft Edna das ohne große Probleme. Von dem her wechseln wir nochmal zu Edna und gucken mal. Tatsache, jetzt haben wir einen Fußnagel. Was stellen wir mit so einem Fußnagel bitte schön an? Also man könnte die Schrauben damit lösen. Das ist, glaube ich, die vernünftigste Lösung. Aber ich möchte erst noch wissen, ob ich... was ist denn das noch? Das ist noch Farbe. Ein Glas mit irgendwas drin und ein Karton und Öl. Das haben wir jetzt alles noch gar nicht angesehen, oder? Mein Vater wollte seit Urzeiten den Schuppen streichen. Jetzt sind die Farben vertrocknet. Ja, das Problem kenne ich. Da hatte ich mehr als genug von, wo ich bei uns den Keller ausgeräumt habe. Da haben wir Leute eingekauft und eingekauft, über Jahrzehnte lang und immer wieder Material angeschafft. Und benutzt hat es nie jemand. Das ist wirklich traurig. Was ist denn im Glas? Sind das Bonbons? Ein Glas mit rostigen Nägeln. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Das soll Nägel sein. Okay, lassen wir mal so stehen. Kann ich mich nicht mit der Farbe unterhalten? Hallo da oben! Tja, auf so einem hohen Ross oder halt so einem hohen Regal, dass sie sich nicht mit uns unterhalten will. Typisch Farbe. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Naja, wer weiß, man könnte sie benutzen, um höher ans Regal ranzukommen, vielleicht an die Nägel. Müsste man sie vielleicht mit der Hake erst runterholen, ne? Versuchen wir das doch mal. Die können ruhig da oben bleiben. Ach, schade. Ich hätte gedacht, vielleicht könnten wir Harvey grün einfärben. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Na gut, wir können sie nicht mitnehmen, wir können sie mit der Hake interagieren und mit uns reden wollen sie auch nicht. Was meinen denn die Nägel zu dem Ganzen? Wer rastet, der rostet. Auch wahr? Da würde auch Haken keine Ordnung reinbringen. Können wir sie wenigstens mitnehmen? Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ja, für Tetanus vielleicht noch. Karton. Also wenn wir jetzt nach SpongeBob-Logik gehen, müssen wir uns in dem Karton eigentlich mindestens 30 Jahre beschäftigen können. Da muss nicht gehakt werden. Leer. Ja, aber wie man weiß, eine leere Kiste kann man viel damit machen. Wozu? Der ist leer. Der soll sich auch reinsetzen. Leer. Ist da jemand drin? Nein! Ich bin vollkommen leer. Ja. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Was haben wir hier? In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Warum? Man könnte ein paar von den Tüchern nehmen und Geister damit spielen. Wozu? Um ihr Staub aufs Gesicht zu tupfen? Wäre zumindest ein Versuch wert. Ah, Moment, jetzt können wir nicht mal mehr damit interagieren. Ah, doch, wir müssen einfach nur näher hin. Okay. Können wir den Staub weghaken? Wenn ich anfange, Tücher zu haken, dann lande ich am Ende noch in einer Irrenanstalt. Ich glaube nicht, dass du deswegen dort warst, Edna. Oder dort bist.
Also wenn die Kiste dann auch ganz war, was ist mit den Tüchern? War euch kein ehrenvolles Ende beschieden? Anscheinend nicht. Was haben wir da noch? Oh, Marmelade! Oh, komm bitte, Edna, sag mir, dass du ein Glas Marmelade mitnehmen kannst. Igitt, 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 igitt. Warum igitt? Warum denn bitte schön igitt? Um Himmels Willen, was für eine Marmelade ist das? Lieber nicht, ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. Diese Marmelade, aber sie sagt nicht, was für eine Marmelade das ist. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Igitt, 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 igitt. Lieber beiß ich in einen Heuhaufen. Okay, das muss wirklich grauenhafte Marmelade sein. Die Marmelade muss nicht gehakt werden. Okay. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Ja, es kommt darauf an, was für Öl. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja? Erstens, können wir das benutzen? Können wir das in den Ofen schmeißen? Da kommt nichts mehr raus. Schade. Können wir das mitnehmen? Da kommt nichts mehr raus. Ach, komm schon. Hat das Öl irgendwas zu sagen? Beschwert es sich auch über die Amerikaner, die es entführen wollten? Du bist schuld an beiden Irakkriegen. Das war jetzt unerwartet. Oh, herrlich. Okay, dann haben wir das, glaube ich, auch. In dem Fall bleibt eigentlich nur noch eine Sache. Und zwar haben wir jetzt auch noch einen Zehennagel. Und von dem her würde ich jetzt einfach zu gerne wissen. Schade, Harvey kann nichts dazu sagen. Aber dann gucken wir doch noch ganz kurz, was der Nagel in Kombination mit der Farbe so von sich gibt. Ich will den Fußnagel nicht vergeuden. Nicht vergeuden, also nicht einfärben. Okay. Der ist viel nützlicher als diese ganzen Rostnägel zusammen. Irgendwie glaube ich dir das sogar, Edna. Ich will den Fußnagel nicht vergeuden. Ich wollte ihn ja nicht vergeuden. Ich wollte ihn diesem armen Ding geben, das da allein in dem Karton sitzt. Ich will den Fußnagel nicht vergeuden. Ich will den Fuß nicht vergeuden. Und ich will den Fuß nicht vergeuden. Komisch, ich hätte gehofft, dass ihr irgendwas sagt, wie der Fußnagel schmeckt besser als die Marmelade. Ich will den Fuß. Ich will den Fuß. Nein? Okay, schade. Ich hätte wirklich gehofft, dass noch irgendwas mehr kommt. Aber in dem Fall machen wir doch das, was höchstwahrscheinlich von uns erwartet wird. Und zwar benutzen wir unseren Fußnagel, um die Tür hier zu öffnen. Oder ich hoffe es zumindest. Aber das muss leider warten bis zur nächsten Folge. Von dem her hätte ich doch gemeint, hat es mich gefreut, dass ihr da wart. Wünsche ich euch allen eine ganz schöne Zeit. Bleibt sauber, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.